Bravo, hopp, 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 hopp! Da gibt's wenigstens ein paar Fans. Ja! Her, her, her! Bravo, gewaltig! Bravo, super! Hopp, 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 bravo! 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 We'll be right back.
Action! Da vorne aber links, gerne den Winter fahren! Super, Vollgas! Bravo! Super! Und die zwei Nummer Vorlage, ja? Super! Ja. Am dritten Platz, die Drechsel Michaela. Bravo! Bravo! Vom RV Dorfer. Dann haben wir am zweiten Platz die Berchtold Emma. Bravo! Und Siegerin in der Klasse mit der Ziffer 44,39 ist die Angelina Winter. Bravo! Bravo! Da haben wir am 8. Platz den Heinrich Martin vom Mountainbike Club Montafon. Dann haben wir am 7. Platz den Hinterrecker Leon. Dann am 6. Platz den Kager Kimi. Am 5. Platz der Singer Lukas. Am 4. Platz der Fröris Paul. Bravo! Da sind wir schon in den 30er Zeiten. Dann am 3. Platz, der Geiger Valentin. Bravo. Und am 2. Platz haben wir den Moosbrucker Leon. Bravo. Das belebt das Geschenk. Und am 1. Platz haben wir den Drechsel Johannes. Von mir vor Dorf. Am 1. Platz mit 29,28. Oh, super! Und der Nenning Laurin am 2. Platz. Der Gerard Julius vom Bikeworks Restteam und der Nenning Laurin vom RV Dornbirn. Super! Teresa vom Bikeworks Restteam. Und am 1. Platz der Zelfner Manuel vom Team Moser Wirt aus St. Anton. Obstein. Mit einer Zeit von 31,12. Am 2. Platz die Pfeifenberger Brigitte, Bikeworks Race Team.
Und am ersten Platz die Geiger Melanie, ebenfalls Bikeworks Race Team. Mit der Zeit von 37,53. Jawohl, den Nachwuchs haben wir auch schon dabei. Mit der Zeit für 27,47. Am zweiten Platz der Ruby Sawyer Daniel vom Danny für Cycling mit 27,34. Und am ersten Platz der Haas Christian vom Team WNT Rathaus mit 27,20. Wir haben jetzt auch studiert, das ist kein neuer Streckenrekord, was wir so in unserer Köpfe hier hätten. Aber es wird wahrscheinlich mit dem schlechten Wetter zusammen. Nächstes Jahr. Die Nummer 90.